Ich hoffe, dass das jetzt ein bisschen besser geht. Es gab eine Sommer-WM, nicht sehr beliebt, sage ich jetzt mal, auch bei Ihnen nicht, aber sehr erfolgreich. Gleich drei Ja. Titel geholt. Macht es mehr Lust jetzt auf Sommerbiathlon, auf Rollen? Naja, trotzdem nicht. Also, ich bin halt Winterbiathlet. Das ist mein Sportart, das ist Sommerbiathlon. Klar, wir trainieren im Sommer so und es ist auch gut so, aber die Wettkämpfe möchte ich im Winter machen. Es war okay, es war in Deutschland, es war in Oberhof. Für mich war es sehr erfolgreich, klar, aber im Voraus war ich schon ein bisschen, wo ich gesagt habe, nein, das ist einfach eine Trainingszeit, die mir abgibt. Wobei das trotzdem auch eine Leistung oder eine Standortbestimmung ist. Klar, ich habe es dann auch positiv gesehen, habe gesagt, naja, ich kann halt schauen, wie es mir da geht, ich kann schauen, wie mein momentaner Stand ist und das gibt auch wieder Selbstbewusstsein und vor allem fürs Skiern, glaube ich, war es richtig wichtig. Oberhof Sommer-WM, aber nicht in diesem neumodischen Tunnel, der für viele Millionen Euro dorthin gestellt wurde. Riesengeschichte, 1,9 Kilometer lange Strecke, alles komplett im Tunnel. Da bekommt der Tunnelblick eine ganz neue Dimension mit Steigungen, 12% Steigung mittendrin. Was macht das Training dort so besonders? Ja gut, also es ist ja Halle, man darf ja nicht Tunnel, darf man nicht sagen. Besonders, also ich muss sagen, wir haben uns dieses Jahr für Halle entschieden und nicht für den Dachsteingletscher, was definitiv gut war. Im Dachstein, glaube ich, haben sie 3 Kilometer Strecke gehabt und es war nur Matsch und Sturm und weiß nicht was. Teilweise haben sie gar nicht laufen können und wir haben halt in der Halle konstante Bedingungen gehabt, immer -4 Grad jeden Tag. Man weiß genau, was man anziehen muss. Ja, es ist halt einfach die Anreise. Man ist vom Hotel bis in die Halle 5 Minuten unterwegs. Also man steht innerhalb von 10 Minuten auf dem Ski. Und am Gletscher ist man halt 1 Stunde unterwegs. Und das sind einige Dinge, die dafür sprechen. Also ich muss sagen, mir hat es gut Schon gefallen. sehr komfortabel. Und Ja. 32 Kameras, die, glaube ich, jeden Zentimeter Schnee, Kunstschnee in dieser Halle dann auch zeigen. Gibt es auch neue Formen in der Analyse? Haben wir am Anfang gedacht, ja, aber die Kameras sind dann doch nicht so super, dass man jetzt alles gut erkennen kann. Also die Trainer sitzen schon meistens um im Raum und schauen uns am Fernseher zu. Da ist es schön warm und da ist eine Okay, Heizung. also nicht -4 Grad. Nein, nicht -4 Grad. Also so ein bisschen Brotzeit machen unterwegs geht nicht. Ja, ich denke, es ist eine gute Sache, auf jeden Fall. Der permanente Rummel um Ihre Person, permanente Öffentlichkeit, das ist am Anfang sicherlich schön, ungewohnt, irgendwann dann sicherlich auch lästig. Haben Sie das Gefühl, dass Sie den einen oder anderen Fan jetzt auch durch das Rarmachen, was ja definitiv passiert ist, verprellt haben? Ja, definitiv. Also ich habe es gemerkt, ich habe halt für mich jetzt die Prioritäten ein bisschen anders gesteckt. Ich habe halt gesagt, naja, im Endeffekt muss ich schauen, dass mir gut geht. Und da hat es öfter mal Situationen gegeben, wo ich dann einmal den einen oder anderen Fan vielleicht vom Kopf gestoßen habe. Klar, das tut dann danach schon leid. Man sagt, naja gut, der kann jetzt auch nichts dafür, dass halt jetzt einfach stressig war und dass ich halt jetzt keine Zeit gehabt habe. Aber Ich glaube, Grenzen stecken ist wichtig, ne? Ja, es ist halt so, ich kann halt nicht jedem gerecht werden. Das ist mir mittlerweile klar. Ich habe, glaube ich, vor 2 Jahren war ich noch so naiv, dass ich gesagt habe, ich kann alles schaffen, ich kann jeden irgendwo seine Wünsche erfüllen, aber das ist einfach nicht möglich, weil ich dann selber einfach überfordert bin. Und es gibt halt einfach Leute, die an meiner Haustür klingeln und dann Egal wann. vielleicht das 5. Mal oder 6. Mal am Tag, dann bin ich halt auch schon relativ gereizt. Unentspannt. Unentspannt, wenn ich da runtergehe. Und die Leute, die sind dann wahrscheinlich danach keine Fans mehr. Seitdem Sie zugesagt haben für die Sendung, das ist ja schon relativ lang bekannt, kommen ganz viele Mails und immer wieder die gleichen Fragen. Natürlich Olympiawinter, natürlich Erwartungen. Aber auch eine ganz schöne Frage von der Stefanie, die gesagt hat, was war eigentlich das schönste Fangeschenk, was Sie bekommen haben? Also ich habe schon ziemlich viele Fangeschenke gekriegt. Also ich kann mich erinnern an eine Frau, die hat mir selber Wolle gemacht, also die hat sie selber gesponnen und gefärbt und in Olympiafarben. Das ist ja so türkis mit so ein bisschen grün, blau, also ganz schön. Aber da gibt es unheimlich viele. Also ich habe unheimlich große Fans, die mir regelmäßig was schicken, ob das Lebkuchen sind oder selbstgemachte Sachen oder also das ist eigentlich, da gibt es keine Grenzen. Ich habe einen russischen Fan, der schickt mir immer eine ganze Reisetasche mit. Wodka. Nein, mit. Nein, das nicht. Leider, aber letztes Mal war russische Uniform drin und also es gibt da ganz absurde Sachen, ja. Das kann ich mir jetzt mal vorstellen. Wenn man im Internet schaut, in den Suchmaschinen und gibt Magdalena ein Plus Biathlon, Magdalena Neuner plus Biathlon, 70.000 Einträge. Was glauben Sie, was ist der zweitgrößte Eintrag? Magdalena Neuner plus? Ich verrate es Ihnen, Freund, 15.700. Danach 3, Magdalena Neuner und das gleiche wieder, privat, 7.000 Einträge. Also man merkt schon, das ist ein Thema, über das Sie nicht so gerne sprechen, aber es ist natürlich Ja. super spannend. Gibt es Das einen ist neuen mir klar. Freund? Ihr wisst doch, dass ihr darüber nicht redet. Ja.
Ich habe gedacht, wenn ich so geschickt einfädle. Die Frage beantworte ich öfter. Ja. Es ist halt so, das Privatleben ist mir halt einfach unheimlich wichtig, für mich selber. Deswegen ist es ja privat, sonst könnt ihr sagen, es ist mein öffentliches Privatleben. Ich glaube, es gibt einige Promis, die das ganz gut gemacht haben, wo man wirklich von der Familie nichts weiß, die einfach sagen, das ist meins. Das möchte ich nicht so öffentlich haben und ich hoffe, dass ich das also hinkriege. Das würden wir Ihnen wahnsinnig wünschen und dass es dann im Rummel vielleicht auch noch funktioniert, wenn es jetzt wieder richtig losgeht mit dem Wintersport. Eine letzte Frage. Sie sind unter anderem Botschafterin für die Deutsche Schlaganfallhilfe, für die Frauenfußball-WM 2011, finde ich stark, aber noch nicht für die Ski-Alpin-WM in Garmisch-Partenkirchen. Wann kommt das? Ich glaube nicht. Also ich glaube, da haben wir andere Aushängeschilder bei uns in der Gegend, die das machen können. Also ich glaube, mit der Maria zum Beispiel und mit dem Felix sind es, glaube ich, bessere Botschafter. Und ich glaube, zu viel ist auch nicht gut. Ich habe ein paar Sachen, wo ich mich drauf konzentriere. Und es gibt vielleicht einmal irgendeine Biathlon-Weltmeisterschaft in der Gegend, dann mache ich es gerne. Wunderbar. Aber wenn jemand fragen würde, Sie würden sich nicht wehren, oder? Es kommt immer drauf an. Wunderbar. Magdalena Neuner, vielen Dank. Alles Gute für die Olympia, für den Olympia-Winter und vielen Dank für den Besuch bei Blickpunkt Sport. Danke. Herzlichen Dank. Danke. Wir dürfen